klappt. Die letzten drei Einheiten und dann wird es wieder normal. Also ihr kennt die Übung schon, wir kombinieren sie jetzt ein bisschen. Ihr geht runter in die Kniebeuge. Achtet darauf, dass ihr mit den Fersen auf dem Boden bleibt und bis ganz runter geht. Dann lasst euch nach vorne auf die Füße fallen. Krabbelt nach vorne, lasst den Hintern immer unten. Geht langsam und gleichmäßig runter in den Liegestütz bis auf den Boden zum Ablegen. Dann Arme nach vorne, Beine lang machen, nehmt die Knie und die Schultern hoch und haltet das in ca. 10 Sekunden. Dann wieder zurück und langsam gleichmäßig aus dem Liegestütz hoch. Dann krabbelt ihr wieder zurück und lasst den Hintern wieder unten. Bis auf die Fersen und hoch. Das ist Wiederholung 1. Ich sage mal so um die 5 bis 10 Wiederholungen für die Einsteiger und die Fortgeschrittenen bzw. Cracks können so 10 bis 20 Wiederholungen machen. 1 bis 2 Minuten Pause und guckt mal, dass er 5 bis 10 Durchgänge schafft. Viel Spaß, bis gleich.